Der noch immer nicht spielberechtigte Rückkehrer Anthony Modeste vom Fußball-Zweitligisten 1. FC Köln hat sich im Transferstreit erstmals zu Wort gemeldet. Via Instagram teilte der 30-Jährige mit, für einen Gang vor den Internationalen Sportgerichtshof CAS bereit zu sein. Yanchen versucht zu verhindern, dass ich Fußball spielen kann, klagte der Stürmer, der darauf pocht, seinen Vertrag in China aus klaren Gründen gekündigt zu haben. Zweimal habe er den Club über die wesentlichen Verstöße gegen die vereinbarten Regeln unterrichtet, doch der Verein schwieg dazu. Schließlich bliebe ihm nichts anderes übrig als zu kündigen, wenn Tianjin bis zur Schließung des Transferfensters am Donnerstag weiter versuche, ihn zu blockieren, werde er vor den CAS ziehen und um mein Recht kämpfen. Gleichzeitig drohte Modeste, wenn es so weit kommt, werde ich auch einige Details über Tianjin erzählen. Seit der Bekanntgabe einer Verpflichtung des Stürmers im vergangenen November warten die Kölner auf die Erteilung der Spielgenehmigung. FC-Geschäftsführer Alexander Werle befindet sich derzeit in China, um eine Einigung zu erzielen. Punkt. Medienberichten zufolge soll Tianjin eine Ablöse von über 10 Millionen Euro für Modeste fordern, der Franzose spricht von unverhältnismäßigen Forderungen.